Ja, wir befinden uns in schwindelerregender Höhe über einen Schornstein der Firma Kastner. Bei uns im Korb Konsulent Ludwig Baumgartner, auch genannt Storchenvater in Bodleianfeld. Vic, was sagst du zum diesjährigen Nachwuchs bei den Adipas? Naja, wenn es so bleibt, mit vier Jungen, mit vier stolzen Jungen, ist eine Sensation in unserer Höhe. Wir wissen genau, wir liegen 57 Meter und die Experten sagen, es ist ein Wunder bei uns herum. Zum Beispiel die Nachbord in Hausloch haben es zwar kleine noch, aber unsere sind ja schon ziemlich groß. Ludwig, wie lange kann man nicht schon Störche nach Leonfeld, beziehungsweise dann da ihre Jungen großziehen? Seit 23. Juni 2007, es waren das erste Mal da und die ersten Jungen waren 2008. Dürfte das irgendwie an der Klimaerwärmung liegen, dass Störche in dieser Seehöhe überhaupt ihre Jungen großziehen? Also die Experten sagen ja, das liegt an der Klimaerwärmung, durchgezogen, ja, na, früher schon etliche, aber nur durchgezogen. Und wie gesagt, da sind sie seit 2007. Und dass so stolze Junge haben da unten, glauben sie, dass das die Klimaerwärmung ist. Wie viele Stunden investierst du von deiner kärglichen Pensionistenfreizeit für die Storche? Weißt du was, ich habe das Glück, ich sehe vom Garten, da habe ich ein Fernrohr liegen oder stehen auf dem Stativ. Ich sehe es vom Wohnzimmer, ich sehe es hin vom Schlafzimmer, also ich beobachte es eigentlich immer. Und man lebt sich da rein. Die Vogelwelt hat mich ja immer interessiert. Natürlich die Störche jetzt, seit die bei uns da sind. Besonders. Noch eine Frage, Vic. Warum genau das Nest am Schornstein der Firma Kastner? Und was mich besonders interessieren würde, welche Leute und Personen unterstützen die bei der Arbeit? Also in erster Linie muss ich sagen, die Firma Kastner, da muss ich ihn nehmen von Paul, den jetzigen Besitzer von der Firma Kastner, der hat erlaubt, auf diesen abgedeckten Horst Schlot einen Horst drauf zu machen. Das hätte ich nie machen können, wenn nicht die Feuerwehr von unserem Ort Bodleianfeld einen Kran hätte, der sie 30 Meter ausfahren kann. Also die Feuerwehr Bodleianfeld, in erster Linie der Heiderhans, der jederzeit bereit ist, den Kran aufzubauen und zu den Störchen aufzufahren. Und viele sagen ja, ja, wieso machen sie den Horst die Störche nicht selber? Sicher machen sie ihn selber, aber auf 30 Meter Höhe, wenn das nicht alles angehängt ist, was die Zubertragung, halt der Wind sofort wieder. Also die kriegen nie einen Horst zusammen. Aus dem Grund mache ich jedes Jahr, das ist übrigens der fünfte, den ich jetzt gemacht habe heuer. Den gewerberechtlichen Geschäftsführer nimmer voll Paulus. Frage, der Schornstein da gehört zu einer Firma, zu der Firma Kastner. Ist es selbstverständlich, dass ein Betrieb das machen lässt oder warum lässt es das machen? Ja, für mich ist das natürlich eine Selbstverständlichkeit. Storch ist immer ein gutes Omen. Und es hat sich auch schon sehr viel Nachwuchs gesorgt. Also das ganze Büro hat schon in den letzten 3 Jahren mal Nachwuchs gekriegt. Also es ist nur gut. Also wirkt sich die Nähe der Störche zum Betrieb auf die Fruchtbarkeit der Mitarbeiterinnen aus. Kann man das auch so sehen? Kann man so sagen, ja. Naja, einer schaut, einer ist ein bisschen kleiner, glaube ich. Naja. 4 Stück haben wir noch nicht gehabt.